Das Böse begrüßt euch recht herzlich bei einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und zwar handelt es sich dabei um Eternal Legends, The Demon Saga. Könnt ihr ja da ganz unschwer erkennen, es ist ja nicht irgendwie der Startscreen, wo man das sehen könnte oder so. Nein. Ja, jedenfalls ist das irgendwie was Neues auf meinem Projekt, auf meinem Kanal, weil ich ja nicht, weil ich sonst keine RPGs spiele, sondern weil es sich hierbei um ein RPG-Maker-Spiel handelt. Und ein RPG-Maker-Spiel habe ich bis dato hier auf meinem Kanal noch nicht gehabt. Und ja, das ist mir egal. Mach halt. Ja, wir sollten hier die Rechtschreibung manchmal nicht so eng sehen, nicht wahr? Ja, Eternal Legends habe ich einmal gespielt in meinem Leben und das ist vor ungefähr 9,5 Jahren gewesen. Warum weiß ich das so genau? Ganz einfach deshalb, weil ich mir damals noch die Screen Fun gekauft habe. Und in der Screen Fun vom April 2004 war tatsächlich so einiges an RPG-Maker-Spielen so mit drauf. Und so eben auch Eternal Legends und das habe ich damals gespielt und fand es toll. Und ja, ich dachte mir, Mensch, jetzt wo ich es vor kurzem wiederentdeckt habe, warum eigentlich nicht? Und ja, es ist deshalb was Neues, auch weil es sich bei diesem Spiel um ein RPG handelt, das rundenbasierte Kämpfe hat. Sowas gibt's bei mir bis jetzt noch nicht. Und wir starten das Spiel mal mit Intro. Spielzeit messen machen wir nö. Wen interessiert denn das? Ja, das Intro, also hier ist jetzt alles so ein bisschen mit Wasser und so. Die Musik ist schon mal sehr schön. Aber ich werde jetzt im Laufe des Intros nicht mehr ganz so viel quatschen. Ich werde dann versuchen, das im Nachhinein vielleicht noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Muss ich mal schauen. Dort erfahren wir jetzt, dass das Game Design von SRPG stammt. Sound Square Enix, Sega, Sony, Game Arts, The Buzz und VJMusic.com. Okay. Story, Script, ja, sind jetzt sozusagen schon Credits einmal an den Anfang gestellt. Ich sag euch aber auch gleich, es werden im Intro noch einige Texte kommen und ich weiß nicht, ob ich alles davon so schnell vorgelesen kriege, weil manchmal ist der Wechsel von diesen Texten doch ziemlich schnell und ich bin da immer so ein bisschen langsam und naja, weiß ich noch nicht, ob ich das alles so hinkriege, wie ich mir das wünsche. Aber ja. In jedem Falle wird das Intro gleich so richtig losgehen. Das ist jetzt hier gerade so dieses leichte Vorgeplänkel mit den Credits, die eben, wie gesagt, an den Anfang gestellt sind. Was ich ein sehr interessantes Konzept finde, das sehe ich eher selten so. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, ob am Ende auch nochmal Credits kommen. Daran erinnere ich mich leider nicht mehr. Ich meine, hallo, das ist fast 10 Jahre her. Und da sehen wir nochmal, es handelt sich hier um Eternal Legends, The Demon Saga. Jawohl, ja. Wie gesagt, ich mochte das Spiel sehr. Ich erinnere mich zwar, wie gesagt, so gut wie gar nicht mehr an irgendwelche Einzelheiten, aber ja, der Prolog beginnt. Vor etlichen von Jahren wurde Geschichte geschrieben. Erstmals wurde das Bündnis zwischen Felucia und Triboli gebrochen. Schlimmer noch, es herrschte Krieg. Ein Krieg um Macht und Besitz. Felucia scheute nichts, um ihre Macht zu gewinnen. Heute ist der Tag Odins, der Tag, an dem wir mit Odins Willen und Kraft Triboli stürmen. Eure Rekrutierung hat uns eine Menge Geld und Mühe gekostet, nun fordern wir den Sieg. Der A-Trupp übernimmt die Burg, der B-Trupp die Stadt und der C-Trupp läuft hier Patrouille. Ihr passt auf und lasst nichts anbrennen. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Das ist ein Ja. Alle Mann auf in die Schlacht! Thank you.
Positionieren! Und Schuss! Truppen, Marsch! Hilfe! Erobert die Burg! Oh nein! Sir, sind Sie okay? Sagen Sie doch was! Diese Bastarde! Du elendiger Hund! Ich habe doch damit nichts zu tun! Du wirst leiden für die Taten deiner Mitbürger! Das Resultat waren viele Tote. Menschen verloren ihre Heimat. Einen Sieger gab es nicht, Felucia gab dennoch nicht auf. Ein Forscher beschwor mittels eines Buches einen Dämonen, der den Krieg zugunsten Felucia entscheiden sollte. Dieser Erfolg blieb jedoch aus. Genau das Gegenteil war das Ergebnis. Hast du schon gehört, dass der Krieg bald vorbei ist? Der Dämon war also die richtige Wahl. Und euer Verhängnis, Kraft der Dunkelheit. Ihr denkt über diesen Planeten eure Herrschaft unter euch auszumachen, ihr täuscht euch gewaltig. Die ganze Welt war nun unsicher. Unsicher vor der Kraft der Dämonen. Felucia wurde zum Krisengebiet und bekam Unterstützung von all denjenigen, die einst ihre Feinde waren. Während der schlimmen Folgen fand man ein Siegel, welches die Kraft der Dämonen stoppen konnte. Ein Spezialkämpfer machte sich auf, um den Dämonen mit dem Siegel sein Ende zu bereiten. Du wagst es, dich mir einen Zweikampf zu stellen und das mit der Macht eines Menschen? Du scheinst mir körperlich überlegen zu sein, aber entscheidend ist die Intelligenz. Du bist erbärmlich. Soll ich dir beweisen, zu welcher Macht ich imstande bin? Erwischt euch die Magie, dann ist es aus. Siegel der Macht schenkt mir die Kraft. Nun, Trea, ist's aus. Einen letzten Wunsch, Dämon? Was war das für eine Macht? Ha! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich nicht entfliehen kann? Probier dein Glück und spüre das Gefühl, von einem mickrigen Menschen besiegt worden zu sein. Nun beweis mir deine Stärke, Dämon. Zeig, dass du dich dieser Kraft nicht beugen musst. Ihr fühlt euch sehr lustig, huh? Aber ich werde eines Tages Rache nehmen und alles zerstören. Ich werde euch irgendwo verstecken. An einem Platz, wo ihr nie gefunden werdet. Niemand wird euch noch retten können. Niemand wird euch den Gefallen tun, euch die Macht wiederzugeben. Auch nicht eure Dämonenkumpanen. Das Siegel brachte also die Entscheidung, nun war auch der Krieg vorbei. Nach einigen Jahren begann der Frieden. Dieser hält bis heute an und es bleibt zu hoffen, dass er ewig anhält. Doch ein unscheinbares Schicksal sollte den Frieden wieder brechen.
Kapitel 1. Ein neuer Anfang. Jö. Renonsdorf. Hier beginnt unsere Geschichte. Oh, ich weiß irgendwie gar nichts mehr. Da ist so ein blauer Kristall. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der macht. Aber das werden wir hoffentlich demnächst herausfinden. Hoffe ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Da laufen wir schon mal sehr interessante Gestalten rum, finde ich. Ein Schild, ob das wohl das Ortsschild ist, ich weiß es nicht mehr. Aber die Musik ist wunderschön. Ach ja. Endlich fertig. Na gut, endlich ist es vorbei. Ich bin ein freier Mensch. Jetzt bekomme ich einen Einblick in das mir bisher verschollene Leben. Nein, aber jetzt fängt das Leben erst richtig an. Talf, nur ein Spaß. Nichts für ungut, Phil. Ich wollte früher auch durch die Welt reisen, aber sieh mich an. Sieht so ein Reisender aus. Ich weiß zwar nicht, wie du auf einmal Abenteurer werden willst, aber ich weiß, wenn du das willst, schaffst du das. Jupp, du weißt ja, zu was ich fähig bin. Leider ja. Oh je, hat Phil heute wieder beim Arbeiten geholfen? Und wenn ich dir mal richtig ins Gesicht sehe, dann merke ich, du hast das vergessen. Und du weißt hoffentlich auch, was ich meine. Oh, der Blick. So gut. Schön. Gut. Wenn Gustav nicht immer verhindert wäre, könnte ich das mit ihm machen. Wir wollten vor circa 2 Stunden da sein. Tja, wirklich super, Phil. Oh, dieser Blick. Ich werde im Gasthaus auf dich warten. Bitte beeile dich. Ach ja. Wenn du nicht kommst, dann kannst du alleine nach Kadi zum Fest wandern. Ich komme gleich, keine Panik. Lass ihn erstmal ausruhen, er ist sicherlich noch ganz geschafft von der Arbeit. 4 Potionen erhalten, was auch immer das ist. Bestimmt irgendwie ein Heil-Item oder sowas. Kein Plan, wirklich nicht. Oh, die Musik ist geil. So eine Schlafmucke, richtig cool. Da erinnere ich mich auch echt so ungefähr gar nicht mehr dran. Oh. Phil, steh endlich auf! Komm in die Hufen! Nix. Na? Ah, ich kann ihn steuern. Yay, cool. Und ich kann das sogar mit dem Controller spielen. Das finde ich besonders geil. Dann wollen wir uns hier erstmal umgucken. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was hier irgendwie was ist. Ein Bett mit der rosa Decke. Yay, und einem gelben Kissen. Ey, cool. Hier können wir uns so reinlegen, wie das in Terranigma ist. Geil. Cool. Hier haben wir ein Regal. Da stehen offensichtlich viele, viele Bücher drin. Oben sieht aus wie ein Geschenk und irgendwie so eine Schatulle oder sowas. Flammen. Echt, wir haben hier Fackeln als Lichter. Bilder mit Blümchen drauf. Hoch, eine Truhe. Was? Kann leider nicht lesen, was das heißt. Quetzalcoatl oder so. Kann man irgendwie sagen, was das ist und was das heißen soll. GF. GF sind schwer zu bekommen. Sie sind mächtige Beschwörungen. Solltest du eine GF haben, kannst du sie, wenn sie genug Punkte hat, aufleveln. Diese Punkte sind allgemein. Was heißt, du kannst sie beliebig auf die GFs verteilen. Dafür gehe ins Menü GF. GF-Punkte bekommt man für lange Kämpfe und durch andere Aufgaben. Okay. Was auch immer GF genau bedeuten soll. Rena bringt mich um, wenn ich nicht gleich da bin. Rena, ein wunderschöner Name, wie ich finde. Okay, also wir haben uns jetzt zu Genüge umgeguckt, also gehen wir mal aus der Tür raus. Okay, unser Haus besteht also nur aus einem Zimmer. Sehr cool. Klo brauchen wir nicht. Oder das Klo ist hier. Talf? Was ist los, Phil? Wo ist Rena? Ich denke, sie ist im Inn. Hätte ich dich nicht aufgeweckt, hättest du wahrscheinlich wieder verschlafen. Ahem. Du könntest mir gerade noch einen Wasserkrug besorgen. Die Felder sind ziemlich trocken. Wenn du mir sagst, wo ich einen herbekomme? Henry, der Barkeeper, müsste solche dutzendweise in seinem Pub haben. Okay, ich werde mich ranhalten. Gut, damit haben wir jetzt also unsere erste kleine Aufgabe erhalten. Gott, es ist so ungewohnt, wieder sowas zu spielen.
Der Brunnen sollte dringend gesäubert werden. Dringend ist sogar untertrieben. Wie geil. Okay, steht hier was auf dem Schild drauf? Renosdorf. Tatsächlich ein Ortsschild. Ey, wie geil ist das denn? Der Bürgermeister will die magischen Blätter haben. Vielleicht sollten wir das erst machen. Was? Sidequests. In einigen Städten kannst du Aufgaben erfüllen und dir etwas dazu verdienen. In dem Menü Nebenaufgaben kannst du sehen, wie viele Aufgaben du gelöst hast. Bedenke, dass man nicht alle Aufgaben jederzeit machen kann. Du solltest bei Betreten einer neuen Stadt gleich nach Aufgaben schauen. Einige Aufgaben ergeben sich erst später. Wenn du alle Aufgaben einer Stadt gelöst hast, bekommst du die Chance, an einem Stadträtsel teilzunehmen. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Stadträtsel. Wenn du nun alle Aufgaben einer Stadt gelöst hast... Ja, erscheint an... Ich glaube, erscheint heißt das, ne? Ja. Erscheint an irgendeiner Stelle ein Diamant. Dieser stellt dir Fragen über die Stadt. Diese Fragen kannst du nur einmal beantworten. Erkundige dich also ein wenig über die Stadt und gehe dann zum Stadträtsel. Löst du ein Stadträtsel, bekommst du einen Stadtpass. Im Menü... Siehst du einen Diamanten? Schaffst du das in den gegebenen Gebieten? In den angegebenen Gebieten? So wird eine Überraschung dich belohnen. Boah, die Schrift ist echt schwer zu lesen. Tut mir leid, dass ich mich so doof anstelle. Okay. Diese Fässer fassen schon gar kein Wasser mehr. Ich gehe mal davon aus, dass dieses mittlerweile schon dreckig ist. Okay. Hier ist so ein Diamant, wie es scheint. Hey, Phil! Was machst du heute? Nichts Aufregendes. Ich muss die magischen Blätter für das Fest besorgen gehen. Ach ja, du sollst den Diamanten mal angucken. Du hast recht. Es ist ewig lange her, seitdem ich mir Informationen geholt habe. Sagst du noch was? Nee. Er sagt quasi das Gleiche. Naja, den gucken wir uns auch gleich an. Hey, das Garten sah auch schon mal schöner aus. Er kümmert sich seit langem nur geringfügig drum. Vielleicht sollte er sich mal Leute anschaffen, die ihm diese Arbeit abnehmen. Tutorial. Erstmal verlassen, aber sehr cool. Die haben also die Möglichkeit, uns auch ein Tutorial nochmal anzugucken. Das werde ich bestimmt auch in Anspruch nehmen, bevor ich da runtergehe. Gehe ich erstmal in dieses Haus? Ne, da oben war noch ein anderes Haus, oder? Bürgermeister. Ich bin zum Überlegen, gehe ich zum Pub? Pub oder Inn? Ich gehe erstmal zum Pub. Oh, wie geil, die Musik. Ey. Die Musik ist cool. Wie cool ist das denn? Hallo. Oh. Wie geht es dir? Ich geht. Wie meine Heldenknochen mich noch tragen, ist ungewiss, wa? Aber ein paar Jahre wohl noch. Dann ist gut. Kannst du mir etwas über diese Stadt erzählen? Och, vor 50 Jahren war diese Stadt ein Acker. Sie bestand aus ein bis zwei Häusern und war nur für den Ackerbau bestimmt. Das waren Zeiten, jeder musste mit anpacken, ich besonders. Die Arbeit begann in der Früh und endete spät abends, wa? Seit einigen Jahren hat sich das geändert. So viel Kraft wie früher kann ich heute beim besten Willen nicht mehr aufwenden. Ja, okay. Hätte sein können, dass noch irgendwas Neues getriggert wird. Oh, hier immer das Gleiche. Ich muss meine Autorität decken, indem ich zu nichts und wieder nichts eine Antwort gebe. Okay. Ich beantworte nie wieder Fragen, das könnte missinterpretiert werden. Eigentlich bezweifle ich das. Was bist du hier für eine Gestalt? Ist das männlich oder weiblich? Ich glaube, es ist männlich, oder? Verdammt! Es geht mir dreckig. Ich bin so gefrustet, dass der Alkoholismus mich packt. Seit Tagen warte ich auf Rückmeldung meiner Briefe. Kann ich verstehen, wie man sich da fühlt. Von wem erwartest du schon Briefe? Mann, so ein Arsch. Wir schenken ihm ein offenes Ohr und dann sowas. Oh, lass mich mit dem Mist in Ruhe. Erzähl mir nicht, dass du nicht schon alles über dieses Dorf weißt. Boah, bei jedem die gleiche Auswahl. Richtig geil. Wie schaut's aus? Ah, Depressionen über Depressionen. Mein Kopf fühlt sich wie eine Kanonenkugel. Und gleich sprengt sie. Oh Mann.
Ich finde die Mimik von unserem Protagonisten so geil. Hey, du weißt doch. Dieses Henrys Pub und daneben steht das Gasthaus. Und ansonsten gibt's hier noch Talfs Bude und das nette Häuschen von unserem Bürgermeister. Oh, du weißt doch, bei 3 Promille geht's mir am besten. Nichts, was du nicht weißt. Der einzige Ort, an dem ich mich aufhalte, ist hier. Ja. Alter Schwede, die sind aber einige im Pub, oder? Und die Musik ist echt irgendwie cool. Gefällt mir echt gut. Ich komme aus Filucia, aber wohne seit einem Jahr hier. Habe dich hier aber noch nie gesehen? Kann mich auch um ein Jahr verzählt haben. Sag aber nichts Neues, okay? Ich bin Stallu, aber ich... Das ist nur, weil ich heute schlecht gelaunt bin. Jo. Alles klar, wenn ich schlechte Laune habe, dann sauf ich. Das ist doch mal eine Idee, oder? Schlecht. Ganz schlecht. Hab zu viel getrunken. Ganz schlecht. Ist schon okay. Nicht viel. Ganz wenig. Bei den abgehackten Sätzen interessiert mich das auch gar nicht mehr. Gut. Junge, nimm dir ein Bier, dann weißt du, wie es mir geht. Wenn ich mir das so recht überlege, will ich es gar nicht mehr wissen. Ja. Ja, es ist eine friedliche Stadt. Die Bürger sind alle zwar etwas faul, aber sie leben friedlich zueinander. Ich finde es gut, dass die Stadt so klein ist. Da kennt man alle und alle kennen einen. Wozu Bier trinken, wenn es doch Milch gibt? Ja, das ist, da ist was dran. Was gibt es? Ich hätte gerne ein Bier. Ein Bier bitte! Solange ich hier für den Pub führe, wird es für dich kein Bier geben, Boah. Phil, was suchst du hier? Ich brauche einen Wasserkrug für Talf sein Feld. Aha, ich dachte schon, du bettelst um hochalkoholisches. Oh, werd langsam erwachsen und geh deinen Weg. Teil seiner Arbeiten sind doch nichts mehr für einen Erwachsenen. Für einen heranwachsenden Erwachsenen wie dich. Wow, doppelt gemoppelt. Wasserkrug gehalten. Phil, wenn ich dir was gebe, dann verdreht mir Teil den Kopf. Also weiß ich nicht, was du hier willst. Was? Verdreht Teil ihm den Kopf? What? Jemandem den Kopf verdrehen heißt doch eigentlich so viel wie dann... Verliebt er sich, oder nicht? Naja. Oh, vielen Dank, Phil. Ich würde mir zu gerne mal die Kante im Pub geben. Was? Naja, ich würde auch gerne das eine oder andere Bier trinken. Dröhne mit so einem Mist nicht die Birne dazu, das ist schlecht für dich. Aber für dich ist es scheinbar nicht so schlimm, oder wie sehe ich das? Du weißt, dass ich ein schlechtes Beispiel für ordentliches Leben bin. Hier bekommst du noch etwas für deine Reise. 2 Antidote und 35 Gil erhalten. 35 Gil, ich könnte wetten, das ist Geld. Phil, los, geh zu Rena. Sie wartet schon und es wird langsam wirklich Zeit. Ja, ich gehe ja schon. Ja, aber da gehe ich jetzt aber erstmal noch gar nicht hin. Im Inn wartet sie ja. Ha, da gehe ich doch gar nicht hin. Ha, im Inn. Nein, ich möchte nämlich erst noch mal hier runtergehen und hier gucken, was... sich hier befindet. Oh, du könntest mir einen kleinen Gefallen tun, William. Phil, du könntest auf deiner Reise nämlich Kräuter für mich suchen. Die Kräuter befinden sich an vielen Stellen im Wald. Natürlich soll das nicht unbelohnt bleiben. Naja, wenn es belohnt wird, dann sollte ich sicher mal vorbeischauen. Wunderbar, ich brauche insgesamt 6 Stück. Viel Erfolg. Und schon finde ich. Immer mit der Ruhe, ich werde mich noch umsehen. Ich habe meine Puppe verloren. Ich will meine Puppe wieder. Ich glaube, sie ist hinter den Zaun gefallen und jetzt komme ich da nicht mehr rein. Hinter welchen Zaun? Hier? Was ist das hier eigentlich? Soll das hier einen Friedhof darstellen? Oder ist das hier irgendwas anderes? Ich weiß auch gar nicht, ob man hier irgendwie was finden kann, wenn man hier das genauer unter die Lupe nimmt. Ehrlich gesagt. Was ist das hier? Speichern. Oh ja, speichern ist immer gut.
Oh, gespeichert. Ich gehe jetzt erstmal zum... Ach, da drinnen, ne? Da schimmert das so. Da ist, glaube ich, auch was für uns. Aber ich weiß, also ich glaube, da ist auch die Puppe, denke ich mal, die sie hier angesprochen hatte, das Mädelchen hier. Och, Godding. Wie geil sieht es denn hier aus? Was hat er denn hier hinten stehen? Ein Korb Äpfel oder was? Ich weiß es nicht. Ein Besen? Recht unspektakulär, aber wenigstens ist sein Bett hier so ein bisschen abgeschottet. Vieles wirst du morgen anfangen. Du darfst dir nicht immer so viel Zeit nehmen. Los, bitte hol die Bretter vom Blaum. Die Bretter vom Blaum? Okay. Haha, scheiße. Von welchem Baum denn? So, aber jetzt, bevor ich dann zum Pub gehe, möchte ich hier erst nochmal gucken. Tutorial. Grundlegende Steuerung. Sie können Eternal Legends wahlweise per Tastatur oder Joypad spielen. Der erste Wert gilt für die Tastatur, der zweite Wert fürs Joypad. Wenn Sie ins Menü wollen, drücken Sie Escape. Sie treffen des Öfteren auf Personen, die für Sie Aufgaben und Informationen haben. Um mit ihnen zu sprechen, drücken Sie Enter. Wenn Sie etwas rückgängig machen oder abbringen... Kampfsystem. Boah. Das war grundlegende Steuerung. Über das Inventar. Ja. Unter Items können Sie Charaktere regenerieren, Infos abrufen und Materien verteilen. Wenn es Sie interessiert, wie lange Sie gespielt haben, aktivieren Sie Spielstand. Also ganz ehrlich, manchmal sind diese Rechtschreibfehler echt richtig böse, oder? Wow. Bei jedem weiteren Klick auf Spielstand wird Ihnen die Zeit angezeigt. Unter Ausrüstung können Sie Ihren Charakteren Waffen, Schilde, Anhänger und so weiter ausrüsten. Wenn Sie Ihre Techniken angucken wollen, können Sie dies unter Techniken. Aufrufe sowie schadensergreifende Magie kann nicht im Menü eingesetzt werden. Es können nur Zauber eingesetzt werden, die wiederbeleben, heilen oder Statusveränderungen regenerieren. Wenn Sie Ihr gespieltes Spiel speichern möchten, können Sie dies unter Speichern. Diese Option ist nur auf der Weltkarte verfügbar. Beenden ist nur dann erforderlich, wenn Sie keine Lust mehr haben. Um es kurz zu sagen, wenn Sie keinen Bock oder keine Zeit mehr haben. Immer wenn Sie das Menü öffnen, das sehen Sie auf der rechten Seite Ihre Party. Wow. Dort können Sie deren Status sehen. Sie sollten bei Veränderungen den Status mit Hilfe von Items der Zaubern regenerieren. HP, die Health Points, übersetzt Lebensenergie, zeigt Ihnen die momentare... Sollte bestimmt monetare mögliche Energie an. Ne, momentane und mögliche Energie an. Wenn Ihre Energie auf Null ist, ist der Charakter tot. Wenn Ihre Party komplett tot ist, haben Sie verloren. Ach, echt? MP, Magic Points, übersetzt Magiepunkte, zeigt die momentane und mögliche Zauberkraft an. Wenn Sie einen Zauber beschwören, wird Ihnen die rechts neben dem Zauber stehende Magie abgezogen. Logischerweise können Sie, wenn der Wert nicht der Zaubermenge entspricht, den Zauber nicht mehr sprechen. Diese Werte werden nach einem Levelaufstieg erhöht. Levelaufstiege erfolgen, wenn Sie die Anzahl an Erfahrungspunkten haben. Erfahrungspunkte bekommen Sie von Gegnern, die Sie in Kämpfen besiegen müssen. Links unten wird auch noch Ihr Kontostand angezeigt. Das war Inventar. Kampfsysteme. Im Kampfsystem kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Kampf wählen Sie selber aus, wie Sie kämpfen. Auto-Battle. Also der Computer kämpft eine Runde für Sie, ist nicht empfohlen, ja. Flucht. Fliehen Sie vor Ihrem Feind, ist nicht immer verfügbar. Unter Attacke können Sie wieder unterscheiden. Kämpfen Sie mit Ihrer Waffe? Der später abgezogene Schaden richtet sich nach Ihrer Waffe und nach Ihrer Stärke. Wenn Sie einen Helden haben, der Magie sprechen kann, sollten Sie diese benutzen. Besonders Magier, die einen schlechten Angriff haben, profitieren davon. Da sie meist keine besonders gute Angriffskunst aufweisen können. Es gibt verschiedene Techniken. Materien. Sammeln Sie Materien, um Zauber zu lernen. Diese Art von Zaubern zieht kaum MP, aber ist schwer zu bekommen oder teuer zu kaufen. Materien müssen erst als Items angelegt werden, unter Items. GF. Es gibt Guardian Forces. Diese verbrauchen immense MP, sind dafür aber sehr stark. Heilmagie. Zu dieser Magie gehören alle Arten von Magie, die ihren Status aufbessern. Es gibt auch Charaktere, denen man die Energie nicht ankennt. Was?
Egal. Hierzu gehören Zauber aller Art. Wenn sie Verteidigung anwählen, wird diese Runde nur verteidigt. Das hat den Vorteil, dass ihre Verteidigung steigt. Dies ist besonders praktisch, wenn ihnen ein starker Angriff droht. Unter Items können sie ihre Gegenstände benutzen. Materien, Accessoires und besondere Gegenstände können nicht benutzt werden. Das war Kampfsysteme. Heieiei. Allgemeine Hilfen. Wenn sie kaum Energie haben, sollten sie sich dringend heilen. Wenn sie einen neuen Charakter haben, sollten sie ihn unbedingt trainieren. Sie sollten die Option Flucht möglichst selten benutzen, weil ihnen viele Erfahrungspunkte später fehlen werden. Achten Sie darauf, dass Statusveränderungen regeneriert werden müssen. Erforschen Sie alle Orte, Kisten und andere Preise warten auf Sie. Erforschen Sie Nebenquests, drücken Sie niemals wichtige Dialoge weg, nicht alles wird Ihnen doppelt erklärt. Kaufen Sie immer genug Items ein. Speichern Sie so oft Sie können, dies geht auf der Karte und an Speicherpunkten. Benutzen Sie so früh wie möglich Spielstand, um am Ende immer die Zeit abzurufen. Erledigen Sie die Aufgaben, viele Geschenke locken. Wenn Sie Charaktere im späteren Verlauf der Story auswechseln wollen, gehen Sie zu dem Charakter und sprechen Sie mit ihm. Die Option Wechseln wird verfügbar. Okay, Infos. Achso, das hatten wir schon. Diese Infos hatten wir bereits. Heilung. Achso, das Ding kann mich heilen. Ah, okay. Gut, aber ich glaube, das war jetzt... Ja, ich möchte speichern. Das war jetzt hier für den ersten Part schon ziemlich viel. Und deswegen sage ich mal, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Und bis dahin, tschüss.